So, nach ein paar Sekunden Pause und einem kleinen Giotto-Nascher später und einer Tasse Wasser, machen wir jetzt hier weiter zur Akademie. Und was ich mich frage, wir hatten doch seinen Freund, ne? Wie hieß er eigentlich nochmal? Ja, auch, aber ich meine, was ist denn mit ihm? Ist er immer noch verschwunden? Entführt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er weg, glaube ich. Noch immer. Deine Zukunft ist ungewiss. Du solltest deine Entscheidungen überdenken. Hä, wieso, wie meinst du das? Ich finde, es sieht doch ganz gut aus. Die Jünger Ragnos werden stärker. Sie konnten Macht aus allen Orten gewinnen, die in meinen Aufzeichnungen erwähnt wurden. Wir wissen nur leider noch nicht, was sie mit der gewonnenen Energie beabsichtigen. Es ist unumgänglich, dass sie den Anführer dieses Kults zur Strecke bringen. Aber wie? Wenn sie schon jeden Ort in den Aufzeichnungen besucht haben. Sie haben diverse Orte entdeckt, die ich nicht namentlich erwähnte, so wie Dagobah. Ich befürchte, dass sie weitere Hinweise in meinen Unterlagen deuten und die anderen Orte finden. Wir müssen vor ihnen dort sein. Wenn wir bedenken, wie wir beim letzten Mal einen Schüler verloren haben, müssen wir vorsichtiger sein und in Paaren starten. Was? Kyle, Jaden, ihr geht nach Vijun. Vijun? Ist das nicht ein großer, leerer Felsbrocken? Es ist aber auch eine der Festungen meines Vaters. Okay, dann ist es ein großer, leerer, wichtiger Felsbrocken. Streen? Das sollte interessant werden. Ich kenne Gerüchte, dass Luke Vijun besuchte, aber er hat niemals darüber geredet. Vijun ist gefährlich. Die dunkle Seite ist stark dort. Erdrückend. Seid besonders vorsichtig. Sicher, Luke. Keine Angst. Darf er das Festung? Okay. Ja, das wird ja hier langsam interessant. Also, Schrotflinte und das Ding. Ja, und wie macht das da? Was sind die hinter uns? So in der Rasmus befinden Reifen mit Meister Kyle Katarn zu Darth Vader. Toll. Voll cool. Sieht so aus, als wäre jemand zu Hause. Luke weiß wirklich, was er tut. Wir landen im Canyon und versuchen, in die Bucht zu schleichen. Schade. Ja, der Regen ist wie Säure. Wir brauchen Schutz, schnell. Oh. Oh, warte mal. Wir haben wohl ein Empfangskomitee. Was sind das für Dinger? Au. Muss eine Truppe sein, die speziell für derart hohe Umgebungen geschaffen wurde. Leute, du solltest Alter. Fliehen! Alter! Oh lol! Ich kriege dich! Alter! Ah! Du scherzt was? Ich verarsche! Noch einer? Ach cool, ich hab jetzt. Er kämpft ja mit. Wir müssen von einer geschützten Stelle zur nächsten rennen. Halt dich möglichst vom Regen fern. Ja, Moment, was hab ich da bekommen? Was ist das? Steht der Name drauf? LOL! Alter Schwede! Speichern. Alter, sehe ich nicht, wie die Knarre gerade heißt. Nennen wir das Ding mal Plasmawerfer. Okay? Ich glaube, Plasmawerfer klingt gut. Ja, voll cool. Fähigkeit. LOL.
Alter Schwede, die Knarren sind ja mal voll alter. Außerdem hat der gerade so gelacht. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Hör auf, Jaden. Okay. Aber waren das Sturmtruppen oder waren das Cyborgs? Ich habe das nicht genau erkannt. Der geht auf mich. Ja, das ist okay, das war schon wirklich lustig. Gebe ich dir recht. Die Knarre ist OP. OP vor allem. OP. Ich nehme doch auf, oder? Ja, okay. So, nochmal speichern. Voll cool. Scheiße? Nein. Schalte den aus! Nee, dafür nehme ich die Shotgun. Okay, langsam glaube ich, du bist böse, wenn du jemanden tötest und dabei so lachst, so beherzt. So ungefähr. Wie viel Muni verbraucht so ein Schuss eigentlich? Ich kann nebenbei so im OBS gucken, wie viel Muni ich habe, das ist ganz praktisch, weil... Ich habe das Spiel selber im Fenstermodus, aber OBS nebenbei habe ich noch auf, aber halt hinter dem Spiel. Und da guckst du ein bisschen, naja, OBS, Fenster, raus und da kann ich halt die Munition zufällig sehen. Moment, 225. Äh, 40 Schuss. So. Komm, 80 bis 30, das sind... Und die Sache nur, oh, nur 50 Schuss, okay. Wo hab ich lange gebraucht, rechnen. Bei Vaders Festung ist seltsamerweise recht aktiv. Aber es ist ja recht aktiv, bewohnt. Ach, der E11 war es, genau. Also, stirb, Jedi! Hör auf, Jaden! Hey. Ach komm, wir schauen den mal zu. Alter! Okay, das ging schnell. Respekt. Du scherzt, was? Meisterhaft. Der geht auf mich. Fordern Sie Hilfe an! Der hat auch Sitze. Hilfe. Mama. Oh, die verbrauchen die gleiche Muni. Oh, dann sollte ich lieber den Blaster nehmen. Der geht auf mich. Ich kriege dich! Was geht denn da ab? Glaubst du kriegst mich? Der geht auf mich. Wie bist du da hochgekommen? Alter, ich höre nur Schreie da oben. Hä? Okay. Wie, Junge? Aha, ich schon.
Der geht auf mich. Ja, das ist noch Power. Hat er noch mal nicht. Super geklärt. Sehr cool. So, ich sammle mal ein bisschen Muni. Die Blaster unten hebe ich mal nicht auf, einfach um nicht Zeit zu verschwenden. Ah. Au. Ja, stimmt ja. Du solltest fliehen. Au, ja. Ist es schon? Nein. Ist noch da. Weißt du was? Ich nehme das Lichtschwert. Einfach weil wir beide Lichtschwerter haben, okay? Okay. Glaubst du, du kriegst, ne? Nicht da unten noch irgendwas. Nee. Nein. Auf. Ah, ja, doch. Mann, na. So. Ach, da immer noch, Alter. Geht auch nicht. Ist doch schon... Alter, lass mir auch was übrig, Junge. Ja, toll. Junge, ja. Du bist ja besorgniserregend, weißt du das? So, ich warte mal. Trink mal das Tessel Wasser. Das habe ich, glaube ich, zum ersten Mal in der Aufnahme gemacht. Ah, sehr gut. Ach so. Okay. Da oben was. Da oben. Okay. Hör auf, Jaden. Kann ich den eigentlich umbringen? Hör auf, Jaden. Der geht auf mich.
Lol. Das ist böse. In ihre Freunde gerichtet. Alter, das ist ja cool. Was macht das für eine Pose? Der Denker? Okay. Interessantes Detail. Aber Alter, wie der mich einfach mit einem Hieb sofort kalt macht. Boah. Nee. Spielstand laden. Gut zu wissen, sehr interessant. Nein, ich gehe erstmal zuerst mal dahin. Wenn es hier was gibt. Nein. Ah, mein Versteck. Yay. Energie. Kann ich eigentlich schneller rennen als der Rieberpelz? Jawohl, ich kann buchstäblich dem Regen ausweichen. Voll cool. Der geht auf mich. Oh. Gut, dass du Bescheid sagst. Du solltest fliegen. Teamwork. Yeah. Irgendwie. Säure? Vermutlich, weil ich einen gesunden Menschenverstand habe, gehe ich da mal nicht rein. Doch, steht doch so schade. Vergehen. Logisch. Stimmt, gleich. Interessante Festung von Darth Vader. Der Regen macht. Ich frag mich, was das für Säure ist. Salzsäure? Königssäure? Nee, ich glaube nicht. Sauersäure? Sauerwasser? Das ist Sauerwasser, glaube ich, oder? Ah ja. Ja. Das ist ein Geräusch. Oi. In Deckung! Jetzt werden sie uns erwarten. Okay, wir müssen uns den Turbolaser holen und den Bomber ausschalten. Okay. Nein. Junge, komm. Von ein Geräusch aus, was? Der geht auf mich. Ich hab etwas gehört. Gleich haben wir sie. Der geht auf mich. Auch ohne mich Spaß zu haben. Meinst du, sieht man nichts. Bitte aufhören, ohne mich hier das Spiel zu spielen. Du solltest fliehen. Du solltest mich lassen. Du wirst dich übersehen. Oh, mein Armer. Ja, schön, ja, toll. Hallo, ja. Na, mal gucken, wie viele Waffen hier haben.
1, 2, 3. Du scherzt, was? Nein. Bleib nicht stehen! Der geht auch nicht. Hat das gemacht? LOL. Ja, ist schon gut. Mann. Nein, schon wieder runtergefallen. Nein. Ja, also, ich frage. Ach, jetzt sind wir hier oben. Ich frage mich. Gerannt. Nein. Starke Energiebatterie. Gerade 23 Minuten, gut. Ich würde dann mal sagen, danke fürs Zuschauen. Ja, wir haben eine neue Art von Gegner gefunden, wir haben eine neue Waffe gefunden und wir haben Bomber gefunden. Ja, das ist eine sehr ereignisreiche Folge, finde ich. Naja. Und wir haben einen Begleiter zum allerersten Mal. Und ja, keine Ahnung, was mit unserem Kumpel ist. Auf jeden Fall haben wir den irgendwie verloren. Ja, der ist sehr interessant. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.